Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rubrik, die ich jetzt erstellen möchte. Es geht um Partikel. Und das liegt einfach daran, dass Partikel so viele Möglichkeiten bieten, was man damit machen kann. Wie ihr hier schon seht, ist das das Partikelsystem, über das ich heute reden möchte. Und vor allen Dingen euch erklären möchte, wie man sowas erstellt. Das ist jetzt hier erstmal so ein einfacher kleiner Zauber, den man halt schießen kann. Ist ein einfaches Projektil an sich gesehen, aber diese Partikel, die da halt mitspielen, sind doch etwas komplexer, als man glauben mag. Und um das Ganze zu erstellen, brauchen wir natürlich erstmal GIMP. Wieso GIMP? Ziemlich einfach, Partikel basieren meistens auf 2D, Texturen, die man halt erstellt. Und deswegen machen wir erstmal GIMP auf. Hier haben wir GIMP. Und müssen jetzt zwei verschiedene Bildchen erstellen. Dafür empfehle ich erstmal die Sprühpistole. Ich habe die auf 20 gestellt. Und jetzt habe ich hier diesen einen Brush ausgewählt, den wir verwenden können. Hier gibt es ja hunderte, die wir da verwenden können. Na gut, nicht hunderte, aber einige. Und ich habe mir diesen hier ausgewählt, weil er eigentlich ganz cool ist. Und jetzt können wir hier einfach mal ein wenig malern, so ein bisschen, ja, halt, wie man sich so ein Projektil vorstellt, so ungefähr, das sollte gehen. Und wichtig ist, dass wir hier jetzt vorne das schon ein bisschen kräftiger malen und hinten eher weniger. Wir machen das in der Mitte noch ein bisschen stärker, aber nicht so stark wie vorne. So, und lassen das nach hinten ein bisschen weniger werden. Vorne müssen wir das Ganze ein bisschen stärker machen. So, einfach ein paar Mal mehr mal drüber. Und glaubt mir, ist es nicht so schlimm, wenn das so ein bisschen nicht perfekt aussieht. Es ist eigentlich fast besser, wenn es halt nicht so perfekt ist. Denn dadurch wird der Effekt ein bisschen schöner. Allerdings versucht es dennoch nicht zu extrem zu machen, damit jetzt nicht hier sowas passiert. Das sollte auf keinen Fall passieren. Deswegen sowas möglichst vermeiden und einfach dann nochmal neu malen. Setzt ruhig ab, das erleichtert das rückgängig machen, weil jedes Mal, wenn ihr absetzt, könnt ihr das dann auch wieder zurücksetzen. Und wenn ihr dann fertig seid und mit dem zufrieden, was ihr da gemalt habt, also ungefähr sowas hier. Das könnt ihr auch schöner machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt da noch ein paar Schnörkel reinmachen oder sonst irgendwas, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Wählen wir einfach mal diesen Teil hier aus. So. Wichtig ist, dass ihr das Ganze auf einem schwarzen Hintergrund macht und halt mit Weiß. Das macht sich am besten. Und dann machen wir Bild, Leinwand nach Auswahl anpassen und schon ist das Bild exakt so groß. Dann exportieren wir das Ganze, nennen es Partikel 1. Hier habe ich das schon mal gemacht. Ich überschreibe das einfach, ist nicht so schlimm. So, Partikel 1 ist fertig. Jetzt erstellen wir nochmal ein neues. Das wieder auf 600 zu 400, so ungefähr. Und dort zeichnen wir unser neues Bild. Wir nehmen denselben Brush und wieder die Sprühpistole. Und machen hier erstmal einen runden irgendwas. So. Möglichst rund. Ist nicht schlimm, wenn es nicht ganz rund ist. Ist vielleicht sogar ganz cool, wenn wir das mal ein bisschen eckiger machen. Wie auch immer, auf jeden Fall in der Mitte machen wir es schön kräftig und außen halt nicht so kräftig. Lasst es einfach nach außen immer ein bisschen weniger werden. So. Dann sieht das Ganze auch ganz gut aus. So. Das sollte reichen. So, wieder auswählen. Und, oh ja, Bild. Und anpassen. Fertig. Exportieren. Und das nennen wir jetzt einfach Partikel 2. Habe ich ja auch schon mal gemacht. Einfach exportieren und überschreiben. Also zumindest bei mir.
Dann Änderung verwerfen, denn das brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Dann gehen wir zu Unity. Hier habe ich schon mal alles so ein bisschen dunkler gemacht. Wenn ihr hier schon seid, solltet ihr eigentlich auch wissen, wie das geht. Wenn ihr es nicht wisst, dann guckt einfach mein Unity-Tutorial. Ich habe das schon so oft gemacht, dass alles so ein bisschen dunkler ist und so weiter. Ich habe hier hauptsächlich erstmal einen Cube drin, einen Emitter, der kann eigentlich erstmal weg, der war nur so ein bisschen zum Anschauen. Directional Light, das können wir aus- oder anmachen. Ich glaube, ich mache es mal an so ein bisschen, weil sieht das nicht ganz so scheiße aus. Und hier ist natürlich dieses Projektil. Dieses Projektil ist das, was ich bisher habe, deswegen hauen wir das erstmal weg. Und jetzt nehmen wir die beiden Bilder, die wir gemacht haben, und ziehen sie einfach in unser Projekt rein. Ich erstelle erstmal einen Ordner, da können wir mal hier all den sinnlosen Mist reinschieben, den wir gerade nicht brauchen. Ups. Und wenn es das jetzt endlich macht, hallo. Das ist alles von vorher. So. Das ist von vorher. Das ist auch davon. Oh, wieso geht denn das immer auf? Jetzt weg mit dem Scheiß. So. Jetzt haben wir nur noch diese beiden Bilder drin. Und jetzt können wir auch sinnvoll anfangen. Hier ist der Cube als Boden. Und jetzt erzeugen wir erstmal ein Empty Object. Das sollte aber nicht im Cube landen. Und das nennen wir einfach nur Projectile. Also Englisch Projektil und erzeugen dort ein Partikelsystem. Das Projektil sollten wir sinnvollerweise mal irgendwo hierher tun oder so. Irgendwo, wo man es sieht. So, jetzt haben wir hier erstmal ein Partikelsystem. Wie ihr seht, sieht das ja so gar nicht nach dem aus, was wir tun wollen. Und deswegen erzeugen wir, machen wir erstmal den Startspeed auf 0. So, das sieht schon mal ein wenig besser aus. Jetzt machen wir den Shape aus und jetzt sehen wir nur noch einen Punkt. Das ist nicht sehr viel und so, aber das ist auch erstmal ausreichend. Wir nehmen jetzt ein neues Material. Dieses Material wird zum Partikel Additive und da ziehen wir erstmal den ersten Partikel rein. So, das ist jetzt unsere erste Textur und die ziehen wir so wie sie ist direkt auf das System drauf. Wie ihr sehen könnt, sieht das ziemlich kacke aus. Aber das ist nicht schlimm. Das wird alles noch angepasst. Wir machen jetzt erstmal 3D Start Size. Die ändern wir nämlich mal ein bisschen, indem wir erstmal in der X-Richtung das Ganze etwas abändern und in der Z brauchen wir eigentlich nicht, weil ist ja nur so. Y brauchen wir auch nicht so extrem. So, wie ihr sehen könnt, orientiert sich das die ganze Zeit an unserer Sicht. Das sollte auch nicht passieren. Deswegen gehen wir zu Render und Render Alignment und setzen das auf Local. So ist das jetzt an eine Richtung ausgerichtet. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir weitermachen und Color over Lifetime einsetzen. Dort klicken wir einfach nur mal hierher, mitten in die Mitte. Und da erzeugt es diesen einen Punkt. Und nehmen diesen Punkt und setzen den Alpha-Wert runter. Jetzt nehmen wir diesen Punkt und setzen den Alpha-Wert runter. Wie ihr sehen könnt, ist hier schon ein bisschen was passiert. Es ist aber nicht so viel passiert. So, jetzt nehmen wir die Lifetime und machen die mal random between irgendwas und sagen, das ist 1 bis 2. So von der Lebensspanne hat. Gut, da haben wir das. Jetzt nehmen wir die 3D Start Rotation und wir haben hier die X-Achse, nach der sich alles ausrichtet. Also machen wir hier einfach mal erstmal Render Between Two Constants und sagen, dass sich das Ganze um 360 Grad drehen darf. Und ihr seht schon, auf einmal ist da was passiert. Ups, irgendwie bin ich gerade durch die Gegend geflogen. Ah, jetzt. Ihr seht schon, hier hat sich ein bisschen was getan. Das sieht schon mal anders aus zumindest. Und jetzt sollten wir auch noch mal die Start-Color etwas abändern. Und dann nehmen wir Random Between Two Colors und nehmen die erste Farbe, dann nehmen wir irgendwas Bläuliches hier so und setzen den Alpha-Wert auf jeden Fall erstmal ein Stück runter.
Dann nehmen wir irgendwas Dunkelblaues und setzen auch da den Alpha-Wert um einiges runter. So, wie man sehen kann, hat sich das jetzt doch etwas verändert. Und es sieht schon auf jeden Fall ein bisschen mehr danach aus, was wir halt haben wollen. Jetzt setzen wir einfach mal die Rate over Time etwas höher auf 30. Das ist schon besser. Und jetzt gehen wir weiter und sagen einfach mal Velocity over Lifetime. Die ändern wir jetzt nämlich ein wenig in den negativen Bereich der X-Richtung. So. Da bewegt sich das nämlich so ein bisschen nach hinten. Das ist genau das, was wir haben wollen. Ich versuche hier irgendwie einen sinnvollen Punkt zu finden, wo es halbwegs sinnvoll und gut aussieht. Ja, das ist okay. So, jetzt müssen wir ein weiteres Partikelsystem erstellen. Dafür wieder Partikelsystem erstellen. Das ist jetzt so ein Unterpartikelsystem von diesem Partikelsystem. Und wie sieht man da nichts? Wieso sieht man das nicht? Wieso tut das nichts? Jetzt tut es wieder was. Sehr faszinierend. Ja, wir nehmen dieses Partikelsystem und das hat schon eine gewisse Drehung. Das ist nicht so gut. Jetzt setzen wir das wieder rein und es funktioniert. Faszinierend. Diese Drehung müssen wir natürlich erstmal abändern. Wir müssen das umdrehen um 90 Grad. Das waren die falschen 90 Grad. Die 90 Grad wollte ich haben. Also minus 90 Grad. Und dann müssen wir das Ganze einfach mal wesentlich stärker verkleinern. Denn das ist viel zu groß. So, das sieht schon besser aus. So, jetzt nehmen wir die Start Size und ändern die einfach mal ein bisschen ab. Between two constants, sagen wir 0,1 und whoops, und 0,7. So, damit ein bisschen Abwechslung herrscht. So, jetzt nehmen wir die Shape und ändern das mal ein bisschen um und machen einfach mal den Winkel etwas kleiner. Sagen, na, das ist fast so klein. Sagen wir 8. 8 ist gut. Radius können wir erstmal so lassen. Passt so relativ. So, jetzt müssen wir das Partikelsystem nochmal nehmen und ein bisschen sinnvoller positionieren, denn es sollte ungefähr hier starten. Oder auch nicht. Dort. Wir müssen mal dafür sorgen, dass das Ganze hier nicht so blöd wird. Max Particle Size setzen wir mal auf 3. Das macht die Sache nämlich einfacher. Und genau das gleiche machen wir das auch hier. Denn ansonsten kann es passieren, dass das sich ganz komisch verhält, wenn man ganz nah rangeht und so. Und damit das nicht passiert, ist das so effektiver. Dann können wir jetzt nochmal das Partikelsystem nehmen. Und brauchen natürlich dafür erstmal ein neues Material. Dieses erzeugen wir hier wieder adaptiv, exakt dasselbe und ziehen die andere Textur rein. Wer hätte es gedacht? Denn wir haben die nicht umsonst gemacht, würde ich mal sagen. Und schieben die Textur einfach hier unten rein. Wie man schon sehen kann, hat das jetzt die Form. Das ist schon mal richtig. Da sagen wir dann noch einfach, dass es eine sinnvolle Rotation haben soll. Random between two constants. Machen wir einfach 360, passt schon. Und da ist das so ein bisschen unterschiedlich. So, jetzt brauchen wir Tails. Tails sind lustig, weil da haben wir diese Schwänzchen hinten dran. Aber wir wollen das nicht bei allen haben, deswegen setzen wir das auf 0,5. Das sollte ausreichen. Und dann brauchen wir natürlich noch mal irgendwie eine sinnvolle Farbe. Die erzeugen wir auch wieder auf denselben Wege. So. Auch ein bisschen abschwächen. Das gleiche noch mal hier. So, und wieder abschwächen, aber nicht zu sehr. Hier habe ich es auch zu sehr abgeschwächt. So. Da haben wir das eigentlich ganz gut. Ich würde die Start-Size von dem hier vielleicht noch mal ein bisschen runtersetzen.
So, das ist besser. Wie ist die Position so? Die Position ist eigentlich ganz okay. Die können wir so lassen. So, jetzt gehen wir hier wieder zurück. Und jetzt ändern wir noch was um, nämlich wir setzen diesen Noise ein. Wie ihr schon sehen könnt, ist das hier so ein bisschen wirr und alles Mögliche. Aber wir wollen das nicht ganz so stark haben, deswegen setzen wir das auf mal 0,4 oder so. Und setzen die Frequenz auch ein wenig runter. Ja, setzen die Frequenz eher höher, das sieht witziger aus. Ja, das ist okay. Aber die Stärke halt ein bisschen runter, damit es nicht so extrem einwirkt. So, damit haben wir auch das. Müssen wir sonst noch irgendwas Wichtiges einstellen für diese Partikel? Natürlich Color over Lifetime. Das ist natürlich was Wichtiges. Dort setzen wir wieder einen K. Ziehen hier den Alpha-Wert runter vom ersten und vom letzten K. Und damit sieht das Ganze auch wieder ein bisschen besser aus. So, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Und Sie sehen, dass Sie nichts sehen. Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Die guckt natürlich vollkommen in die falsche Richtung. Wir machen das hier mal auf 0. So, starten. Ist nicht im Bilde. Das ist nicht gut. Schieben wir mal ein Stück nach unten. So. Ja, das sieht schon besser aus. Ist noch nicht ganz, was wir haben wollen, aber es ist schon mal näher dran. Und um das Ganze dann natürlich noch ein bisschen schöner und sinnvoller zu gestalten, duplizieren wir einfach mal dieses Partikelsystem. Und das schieben wir ein Stück nach hinten. Dann nehmen wir den Shape, machen den mal auf 4 bloß. Ja, setzen wir auf 2. Reicht vollkommen. Dann ziehen wir das ganz, ganz weit nach hinten. So. Damit es ein bisschen krasser ist. Und sinnvollerweise sollte das vom Volume auskommen. Irgendwie. Kommen da nicht sehr viele. Ah, jetzt. Irgendwie kamen die Dinger nicht raus. Das ist natürlich viel zu groß. Müssen wir natürlich wieder ein bisschen runtersetzen. So, das ist schon besser. Jetzt müssen wir den Angle wieder runtersetzen. So, auf 2, 1, 1 ist besser. Gehen wir auf Game, da sieht man natürlich wieder nichts. Ich muss das mal sinnvoll platzieren. Wartet mal, ganz, ganz kurz. Stück runter, Game. Noch ein Stück runter, Game. Das ist schon besser. Da sieht man zumindest etwas mehr. So. Und jetzt nehmen wir nochmal das hier und ziehen das vielleicht doch nochmal ein Stückchen nach hinten, damit der Schweif einfach ein bisschen länger wird. Das sieht schon mal gut aus. Dann können wir hier vielleicht die Noise mal noch ein bisschen umstellen, damit es ein bisschen cooler wird. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt haben wir hier unser Projektil. Und hier wollte ich jetzt noch ein Licht einfügen. Aber das Problem ist, da wir diese Velocity over Lifetime haben, verzieht sich das Licht dann ein bisschen. Deswegen duplizieren wir einfach das Ganze. Löschen die beiden kleinen Partikelsysteme. Und jetzt setzen wir hier aber unser zweites Material ein. So. Das ist witzig. Und dort nehmen wir jetzt die Velocity over Lifetime raus. Genauso wie. Nö, den Rest können wir eigentlich lassen. Das muss jetzt etwas verkleinert werden. Indem wir die Size in der Y-Richtung einfach mal auf 1 setzen. So, das ist okay. Dann müssen wir das natürlich noch sinnvoll hier vorne platzieren und machen das vielleicht noch ein bisschen kleiner. So, ist perfekt. Und hier setzen wir jetzt das Licht ein. Dafür brauchen wir natürlich erstmal ein Licht. Dafür erzeugen wir ein Licht, ein Point Light. Da haben wir es schon. Das machen wir blau. So.
Wobei, wir können es weiß lassen. Lassen wir es weiß. Das passt schon. Ziehen das hier unten rein als Prefab. Und dann können wir das hier sinnvoll reinziehen. Ups. Wenn man nicht zu doof ist, geht das sogar. Weiter unten. Da, genau. Jetzt haben wir hier Licht. Wenn wir das Ganze mal starten. Dann sieht das noch ein bisschen komisch aus. Denn das startet alles so ein bisschen unterschiedlich. Aber was ich auch noch tun möchte, ist hier einfach mal die Stärke ein wenig zu ändern. Wenn mal hier alles laufen würde, danke, sieht man das Ganze auch. Hier machen wir das Ganze auch mal ein bisschen heller. So. Da haben wir dann nämlich hier so einen kleinen weißen Fleck, der sich so ein bisschen bewegt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass dieses Partikelsystem ein bisschen kleiner wird, denn das ist noch zu groß. Können wir aber noch ein bisschen auseinanderziehen. So, und positionieren das noch ein bisschen besser hier drin. Und jetzt sorgen wir noch dafür, dass das ein bisschen später startet. Das ist nämlich auch noch wichtig. Wir sagen dann einfach, dass es erst bei 0,5 starten soll und dass wir das erste Partikelsystem nehmen und dort machen wir einfach mal die Simulation Speed auf 3. Das ist ein bisschen schneller. Okay, vielleicht 2. 2 ist besser. Dann machen wir auch hier dieses Start-Delay rein. 0,5 und 0,5. Und jetzt können wir das Ganze mal starten. Wie ihr seht, kommt dann zuerst das und dann kurz darauf der Rest. Und wir haben hier diesen Zauber. So, wenn wir das Ganze jetzt natürlich noch... Ups, das war falsch. Ich wollte das ganze Projektil haben. Das einfach mal ein bisschen nach unten bewegen. Jetzt müssen wir hier mal schauen, wo wir auf dem Boden sind. So, können wir uns das mal anschauen. Sollten wir damit theoretisch eigentlich auch Licht erzeugen? Wieso erzeugen wir kein Licht? Die Antwort ist einfach. Wir haben hier die Ratio auf 0. Wir setzen sie auf 1. Starten das Ganze. Und jetzt erzeugen wir damit auch Licht. Das flackert auch ein bisschen, weil das ist ja alles von den Partikeln abhängig. Deswegen ist es eigentlich ganz schön. Ihr seht, es ist nicht perfekt, das, was ich vorher hatte. Denn das ist halt immer wieder abhängig von der Zeichnung, die wir da machen. Ich kann euch nochmal das andere daneben stellen. So, hier. Ups. Das hat einen Rigid Body, da muss man aufpassen. Hier. So. Tun wir mal einfach oben drüber, glaube ich. Ist vielleicht das Sinnvollste. So. Und das ist natürlich noch falsch gedreht. Da müssen wir nochmal um 90 Grad drehen. Dann sehen wir das auch besser. So, starten. So, das ist das obere. Das ist das untere. Das ist halt alles so ein bisschen davon abhängig, wie man das Ganze einstellt, wie man es noch anpasst. Ich habe hier halt x-tausend Anpassungen noch gemacht. Das ist ganz euch überlassen, wie ihr das genau macht, weil es ist halt wirklich ein sehr komplexes System und es ist nicht schlimm, wenn man da halt dann doch nochmal hier und da ein bisschen anpackt und vielleicht doch sagt, ja, ich will das vielleicht doch eher so und so weiter. Und da habt ihr halt wirklich sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber hier habt ihr zumindest schon mal eine Idee, wie man das alles gestalten kann. Wir können auch hier nochmal den Wert etwas reduzieren, da wird das auch noch ein bisschen schlanker. Das ist alles ganz euch überlassen. Hier habe ich ein bisschen längere Tails, hier habe ich ein bisschen kürzere Tails. Das ist, wie gesagt, euch überlassen. Aber so seht ihr zumindest, wie man so einen kleinen Zauber einfach mal erstellen kann und fürs Spiel nutzen kann. Und das wirklich ohne irgendwelche großen Zeichenkünste zu besitzen oder was auch immer. So habt ihr euren kleinen Zauber. Ihr könnt dann natürlich auch das ganz abändern und könnt dann natürlich einen Feuerzauber draus machen. Da müsst ihr natürlich einfach nur die Farben abändern. Hier so. Ändern wir das mal ab. Farbe und die Farbe. So. Und zu guter Letzt natürlich noch hier das
die Farben etwas abändern. So, und schon habt ihr einen Feuerzauber. Ist eigentlich ziemlich simpel. Ihr seid da ganz auf euch gestellt, so mit den ganzen Einzelheiten, die man da noch abändern kann. Ich finde, es sieht ganz cool aus. Ist halt so ein bisschen pfeilähnlich und kann dann halt schön auf Gegner dann einwirken, wenn ihr das richtig baut. Hier können wir auch noch mal ein bisschen die Emission runterstellen, so auf 20. Da ist es nicht ganz so extrem, weil beim Feuer sieht das ein bisschen krasser aus. Setz mal nochmal ein Stück runter. Ja, so ist perfekt. Ich finde, für Feuer sieht das echt gut aus. Und dann setzen wir hier vielleicht nochmal bei dem Partikelsystem die Größe ein ganz klein wenig runter von den Strahlen. So. Und schon haben wir es. Ja, lasst euch nicht von diesen ganzen orangenen Dingern hier irritieren. Das ist einfach nur, um zu zeigen, wo diese 2D-Texturen auftauchen. Ist für euch nicht ganz so wichtig. Aber, wie schon gesagt, das ist das Partikelsystem, was ich euch heute zeigen wollte. Und ich kann euch da noch weit mehr zeigen, wenn ich mich da ein bisschen beschäftige. Ich habe mich länger nicht mehr mit so ordentlichen Partikelsystemen, die halt wirklich schön aussehen, beschäftigt. Aber das hier ist schon mal ein Anfang. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und bis dahin. Tschüss!